Und damit herzlich willkommen zurück zu The Forest hier bei Explorer IP. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei der Dark. Grüß dich. Juhu. Und ja, wir haben Besuch. Die Nachbarschaft kommt Hallo sagen. Ich glaube, der Dark hält da irgendwie gar nichts von. Der macht hier ein lustiges Grillfest. Barbecue. Barbecue. Ja, Dicker. Der war aber jetzt, Na komm. Gib alles. Du schaffst das. Komm. Ja. Ach, jetzt lauft ihr nicht immer alle weg. Schnurrt euch. Hm. Dank. Ja, schon scheiße. Da kommt man nicht weg, ne? Der kommt nicht Hallo. Los. Ja, auf sie schreien. Soll ich runterspringen? Bisschen Spaß machen? Das musst du wissen. Du das willst. Ach komm. Freunde! Oh! Freunde! So, Nummer 1 ist down. Jojo, ich hab auch schon hier. Alter, sieht die aus hier, die haben nur noch Pfeile im Körper. So, der kommt direkt aufs Feuer hier. Weil ich brauche langsam auch mal Knochen, ne? Hier um. Feucht, fröhlich grillen. Hast du noch gar keine Knochen? Nö, nicht viele. Okay, bam, es liegt hier. Hallo? Wieso darf ich meinen jetzt in meinen Auto? Einfach mit. Einfach auch drauf schmeißen. So. Vollkommen scheißegal, wie viele da drauf sind. Du kannst da 6-7 Stück drauf werfen. Gut, dann werden wir jetzt weiter Holz kloppen. In der Folge. Ja. Letzte Folge waren wir ein bisschen außerhalb und in der Folge müssen wir leider wieder täglich Brot verdienen hier. Ja, der Verräter, der ist ja. Ne, setzt die scheiß Mauer hier hin und verpisst sich dann einfach. Ja, der kriegt einen Einlauf, wenn er wiederkommt. Der ist auch schon wieder da. Schwöre ihn. Ja, ich hab noch einen Freund gefunden. So. Hm. 186 Baumstämme. Du musst übrigens die Knochen auch einsammeln, ne? Wenn du jetzt. Verbrennen die sonst oder was? Weiß ich nicht, ob die dann irgendwann weg sind. Ja, dann kann ich auch nicht. Holz kloppen. Achso, an den Baumhäusern, die ich übrigens errichtet habe, noch nichts dran setzen, ne? Nein, nein. Die Wände machen. Man muss sich ja nicht übertreiben, dass das mal einen Zaun fertig machen. Nee, weil ich da jetzt gerade nur was am Testen war. Wenn die Lorsche schon durch Stein gehen, dann können die bestimmt auch durch die Holzwände. Warte. Fertig. Der Kollege ist fertig. Was wollte ich jetzt hier? Ach, Knochen. Okay, mehr Knochen geht nicht. 6 Knochen, glaube ich, und 2x Tuch sind eine Knochenrüstung. Mhm. Das ist ein Riesenbaum. Alter. Vorsicht, Baum fällt. Das ist ein Monster. Mittlerweile irgendwie Truhen oder sowas bauen, um Sachen abzulegen. Damals gab es ja nur diese blöden Regale, aber die haben ja auch nicht wirklich viel gebracht. Ja, die Regale gibt es immer noch und es gibt auch Rüstungsständer und Waffenständer und sowas, wo du später Sachen ablegen kannst. Die sollen wohl ein bisschen besser sein. Timber! Ja.
Mitteln. Gut, dann werden wir das erstmal jetzt hier einsetzen. Ich höre hier die ganze Zeit so ein Brummen, als wäre ein Flugzeug. Nicht, ob ich mir das einbilde, ob das jetzt draußen wirklich ist oder hier im Spiel. Ich will jetzt partout sagen, das bildest du dir gerade nur ein. Gott. Der Psycho. Ja, du solltest mir nächstes Mal sagen, dass da noch Knochen liegen. Hab ich doch. Nee. Du hörst mir nicht zu. Mhm. Ich hab gesagt, mehr weil kann ich Knochen nicht mitnehmen. Ja, da musst du sein, dass da noch welche liegen, weil das kann ich ja nicht riechen, dass da noch welche liegen. Weil die sind jetzt gerade, als ich es erholen wollte, als ich gesehen habe, dass da welche liegen, sind sie dissipiert. Weg waren sie. Naja. Ich glaube, an Knochen wird es nicht hapern. Dafür besucht uns die Nachbarschaft ja oft genug. Ja, schon wohl. Das stimmt. Ja, innen drin dann noch die Blockhütte und das Bötchen draußen. Dann muss ich mir noch Pfeil und Bogen machen und eine Rüstung craften. Hoffen wir, dass die Käfige hier was fangen. Also was auf jeden Fall klappt, wenn du zwei Hasen in einen Käfig, da bist du safe, da brauchst du nicht mehr jagen gehen. War zumindest früher. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. So, weiter geht's. Komm mal echt zügig voran hier. Mit zwei Leuten beziehungsweise. Drei Leuten geht das auch ziemlich schnell. Der wohl Durst. Schnaufen hier. Na, 35 noch. Oh Gott. So viel Holz. Schusswaffen gibt's aber keine im Spiel, ne? Oder? Doch. Echt? Soll wohl eine Lundenschusspistole geben. Schusspistole. So, ich habe hier zumindest schon was bereit fertig. Ich schmeiß jetzt hier mal ein paar Bäumchen von mir noch hin. Jetzt haut der aber hier aufs Holz, du. Wollte gerade sagen, wo welche Richtung fällst du? Gut. Kannst du auch so ein bisschen gegenspringen, ne? Funktioniert das immer noch? Mhm.
man die Fallrichtung beeinflussen kann. Ja. So, jetzt brauche ich Mauern. Oder der Faust, die dann gehabt. Da, Verteidigungswand. Soll jetzt hier dran ansetzen. So. Soll bis gehen. So komische Geräusche. Ist es ein Tier oder ist es schon Galoppelheinz? Könnte auch ich gerade sein. Ja, nee, das kommt hier aus vom See. Da sind Gänse auf dem See. Enten oder was? Ich hoffe jetzt einfach mal, die machen das Geräusch. Ohne dass ich jetzt Panik machen will. Ja, es sind Enten, okay. Hab nichts gesagt. Ich habe irgendwie den Eindruck, das wird hier nicht weniger. Ich habe jetzt nur gerade die komplette Dings gezogen. Einmal rum. Also so viel brauchen wir Minimum. 268. Mhm. Wir waren gerade bei 117. Mhm. Ich hab doch gesagt, ich habe auf einer Seite den Zaun eingerissen. Weil ich den ein bisschen breiter gemacht habe. Mhm. Willst du dich jetzt etwa beschweren? Na, ich auch nicht, um Gottes Willen. Ess dir einen Riegel und mach weiter. Genau. Halt die Klappe und Arbeit. So. Genau. So, dann brauchen wir jetzt wieder Essen. Hängt genug im Räuchergestell. Ja, ich muss gucken. Ist ja auch blöd, dass das verdirbt, was in dem Räuchergedüngs ist, ne? Fand ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn das genauso schnell abfault. Oder verdirbt, wäre das bessere Wort dafür. Explorer. Gibt es eigentlich auch richtige Online-Server oder ist das nur alles Co-op-Host? Wäre auch interessant, ne? Ich glaube, keine Ahnung. Host als Multiplayer? Da wäre die Karte ein bisschen klein, glaube ich. Ich glaube auch. Du hast ja alle 5 Minuten über den Weg. Ich glaube nicht, du kannst zwar mal Online-Spiel spielen, aber halt mit zufälligen Kollegen dann sozusagen. Aber ich glaube so. Gegeneinander und so, wäre ein bisschen hart. So, gut. Hapa, hapa. Haben wir noch was? Ne. Nichts? Ne. Dann müssen wir... Wer hängt denn hier Füße auf? Alter, was stimmt mit euch nicht? Ihr seid doch... Die Esper. Wer ist denn so? Ich, okay. Ihr backt ein Hase. Ja, in dem Moment, wo ich... War er frei. Ja. Hast du 2 Rehfell? Der will mich doch flacken. Warte mal, ich muss hier mit dem Hasen mal irgendwas ausdiskutieren. Ist er weg? Der rennt immer wieder gegen die Bank. Was habe ich? 2 Rehfell? Mhm. 1. Wieso habe ich nur 1? Ich habe da 2 Rehe erledigt. Dafür habe ich 6 Outfits. Immer gut.
Ist dann die Fashion-Dame. Wo hast du denn die Hasenfalle hingestellt? Rechts von dir. Auf der anderen Seite. Des Zauns. Wird schon wieder düster. Gut, dann kloppen wir da vorne noch Holzi. Aber ich muss gleich pennen, weil mein Charakter ist mehr als am Arsch. Ich glaube, jetzt fangen wir mal an. Ich kann gar nichts mehr machen. So, so down. Gut, wie weit sind wir denn? 16 Minuten. Dann machen wir eigentlich, das wird glaube ich schon zum Standardritual. Am Ende einer Folge müssen wir Wasser holen. Machen wir dann eben. Was auch immer. Was auch immer. Brauchst du kein Wasser mehr holen in den Schildkrückendingern, ist doch Wasser. Ja, aber wer weiß, wann es wieder regnet und dann ist das Wasser nicht weg. Du sippelst ja hier mittlerweile schon wieder für alle 5 Minuten. Ne? Dann nehme ich lieber jetzt den Topf Wasser und mach schon so. Ja, mach mal an hier. Den Pott ins Wasser. Keine Blätter mehr. Ah, wir können Suppe kochen mit den Kräutern. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, nee, will ich ja gar nicht. Ich will Blasen. Pfui. Was? Ja, der Explorer, der fängt jetzt schon an. Hm? Ja, der kriegt schon Inselkoller. Kräuter, Wassertopf, kann man sich vielleicht einen Heiltrank oder so machen, oder? Ja, sowas ähnliches. Ich habe sowas ja schon hergestellt. Hier draußen ist noch was? Nee, ne? Gut, dann würde ich sagen. Tü-tü-tü. Ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und danken fürs Zuschauen. Wir wünschen dir draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Tschüss.